Hallo und willkommen zur Kadervorstellung meines Teams Thosemad aus der PBA, welches, also der Season 2, was nämlich an Gen 5 Pokémon Draft Liga ist, welche auf Schwarz und Weiß 2 ausgetragen wird, so im Wi-Fi, was eine sehr coole Sache ist. Auf jeden Fall große Empfehlung an alle, sich das anzugucken. Mein Team, Thosemad, ist ein Team, welches teilnimmt und heute werde ich ein bisschen auf mein Team eingehen. Also welche Mons ich habe, eventuell ein bisschen, warum ich sie gedraftet habe und was sie so können. Vielleicht sage ich ein bisschen was dazu, wie mein Team aufgestellt ist. Zu viel will ich da nicht sagen, weil sonst nehme ich meinen Gegnern ein bisschen was vorweg. Wenn die gegen mich ein Team bauen und sich denken, hey, der Mind-Typ hat doch gesagt, da ist eine Schwäche. Und dann denke ich so, scheiße, da hat er recht. Habe ich wirklich gesagt, das ist jetzt doof. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Aber grundsätzlich werde ich da schon mal ein bisschen drauf eingehen. Ich fange auf jeden Fall an mit dem ersten Mon, das ich gedraftet habe. Und das ist Hippoterus. Deutsche Namen sind schwierig, ich werde wahrscheinlich hauptsächlich die Englischen sagen, aber es ist Hippoterus. Dieses Pokémon habe ich mir gedraftet, denn zu dem Zeitpunkt war Quaxor schon weg und Wetter ist in Gen 5 permanent, wenn es durch eine Fähigkeit hervorgerufen wird. Genau das ist das, was ich sagen wollte. Und deswegen ist Wetter ziemlich stark. Es ist verboten, einen Wettersetter zusammen mit einem Pokémon, welches die Fähigkeit hat, durch dieses Wetter Top in Speed zu bekommen, im selben Team zu spielen. Also ich darf nicht Hippo spielen mit Sandstorm als Sandstream als Fähigkeit und ein Excadrill, also ein Stalobor mit Sandrush als Fähigkeit, also Sandscharre auf Deutsch. Die darf ich nicht zusammen in einem Team spielen, ich darf beide zusammen draften, ich darf sie getrennt spielen, ich darf sie auch zusammen in einem Team spielen, aber da muss einer eine andere Fähigkeit haben. Ich darf auf jeden Fall nicht den Speed von meinem Excadrill damit quasi verdoppeln. Das sind die Restriktionen, aber das macht Sand nicht unbedingt, also es macht Sand weniger stark, ja, aber es macht Sand nicht schwach. Denn Sand ist immer noch eine permanente Schadensquelle auf meinem Gegner. Ich kann, wenn ich mein Team baue, mich ein bisschen mehr darauf einstellen als mein Gegner. Außerdem kriege ich trotzdem 50% Speed-Def-Boost auf allen meinen Steinmons. Ich habe zwei davon jetzt im Team, also da hilft es auf jeden Fall. Und kurz zur Sicherheit, um ein bisschen Chip auf den Gegner zu bekommen, immer nice. Bricht Fokusgurte, gibt mir den Chip, den ich eventuell brauche, um One-Hits zu bekommen. Also ist eine ganz coole Sache. Außerdem, weil ich Hippo gewählt habe, es war zu dem Zeitpunkt war auch noch Despotar über, weil ich Hippo gewählt habe, habe ich einen, den ich ziemlich defensiv einsetzen kann. Der kommt in Sachen wie Nahkämpfe rein, was halt eine Schwäche wäre für meine Stahl- und Stein-Pokémon, die halt von meinem Sandsturm profitieren. Hauptsächlich nicht Gestein-Pokémon, aber Stein-Pokémon auch, weil der Gegner Schaden nimmt, wirklich nicht. Da ist so ein Hippo eigentlich nice, um in so Close Combats reinzukommen. Außerdem hat es, wenn ihr klicken hört, tut mir leid, ich habe nebenbei Showdown auf, damit ich ein bisschen Überblick behalte. Außerdem habe ich Sand Force als Fähigkeit. Die macht zwar absolut gar nichts, weil wenn ich die spiele, habe ich keinen Sand. Und das heißt, Sand Force würde halt meinen Schaden, den ich mache mit Boden, Stahl und Steinattacken, um 30% erhöhen, wenn ein Sandsturm draußen ist, wie gesagt. Aber ich habe dann keinen Sandsturm, weil ich ja die andere Fähigkeit spiele. Aber ich kann sie spielen, wenn ich keinen Sandsturm haben will, wenn ich irgendwie meine HP auf irgendwie was brauche, wenn ich nicht auf den Sand angewiesen bin und ich brauche zum Beispiel meinen Rotom Heat auf Full HP, darf keinen Sandchip nehmen, dann ist so ein, dann kann ich halt auch mal einfach keinen Sand spielen, weil Sand ist für mein Team nicht so essentiell wichtig. Der ist cool, aber nicht essentiell wichtig. Deswegen ist Hippo da eine ganz coole Sache. Außerdem ist es immer cool, wenn man einen Sand, einen Wettersetter hat, der das mit der Fähigkeit machen kann, für den Fall, dass der Gegner einen Setter hat. Also damit bin ich direkt gegen Regenteams und Sonnenteams. Sonnenteams wurden jetzt nicht gedraftet, aber zu dem Zeitpunkt, als ich Hippo gedraftet habe, war es ja noch offen. Also wenn ich jetzt ein Regenteam gegenüberstehe, dann kann ich auch mal mein Hippo einfach dafür benutzen, den Regen auszuschalten. Das ist auch eine sehr coole Sache. Außerdem Hippo natürlich super bulky, hat Stealth Rocks, hat mit Wirbelwind eine Attacke, welche den Gegner rausfaced und mit kann er nicht auf mich setupen. Der Attack Set ist 112 Base, auch ziemlich nice. Und so ein Erdbeben von der Base böllert auch mal rein. Ansonsten hat er halt natürlich super viel Coverage-Optionen. Wenn sich irgendwie vierfach Schwächen ausnutzen möchte. Feuerzahn, Eiszahn. Ich glaube, Donnerzahn kann er nicht. Ich scroll mal runter. Nee, kann er nicht. Aber die beiden reichen ja alleine schon, um so ziemlich alles abzudecken, was ich brauche. Iron Head ist absolut useless in der Gen für mich. Ich habe es gerade gesehen, weil Feen gibt es noch nicht und damit treffe ich nur Stein-Pokémon und kann ich auch gleich Erdbeben drücken. Und Eis-Pokémon treffe ich damit auch, aber Steinkante ist dann stärker. Ansonsten, ja, viel mehr braucht er gar nicht. Der ist halt bulky genug, und um halt auf allen Teams als Stealth-Fox-Setter zu fungieren. Den kann ich eigentlich immer mitbringen und dem Stealth-Fox geben. Hat Slack-Off als Recovery-Move, der ist eigentlich super geil. Der ist super, super nützlich, einfach als defensiver Backbone für alle Teams, die ich spiele. Also, großer Fan von dem. Den bringe ich auf jeden Fall quasi immer mit. Da können die Leute sich drauf verlassen. Es könnte vorkommen, dass er ein Game lang nicht mitkommt, aber es ist sehr unwahrscheinlich. So, dann habe ich als nächstes
mich darum gekümmert. Jetzt hatte ich einen Sandsetter. Und jetzt wollte ich mich noch darum kümmern, dass ich mir schnell einen Steel-Type hole. Denn Drachen sind in der Gen ziemlich stark. Wie gesagt, es gibt keine Feen. Und alles, was auf Drachen reinkommt, sind halt Steel-Types. Und natürlich andere Bulkimons und Hippo kommen auch mal auf den Drachen rein. Aber willst halt eigentlich schon irgendwas haben, dass die Outrage resistet, damit so eine Banded Outrage auch mal genommen werden kann. Und dachte ich mir, hey, nimmst du dir doch einfach mal so ein Ferrothorn mit? Wie heißt Tentantel? Dann habe ich direkt meinen defensiven Backbone ein bisschen weiter ausgebaut, habe einen Spike-Setter, was eine wichtige Sache ist. Hab mit Leech Seeds was Cooles, was auf jeden Fall den Gegner immer nervt. Leech Seeds Protect mit Sand, da kann ich ein bisschen Damage auf jeden Fall auf den Gegner draufballern, ohne dass ich wirklich was aktiv dafür tun muss. Wie gesagt, ich habe Spikes, ich habe einen zweiten Stealth Fox Hitter, dann habe ich die Rolle auch direkt abgedeckt, dann muss ich mich da nicht mehr drum kümmern. Falls ich mal auf dem einen One keine Rock spielen kann, kann ich es auf dem anderen machen. Rock Setter kann ich aber jetzt für den ganzen restlichen Draft ignorieren. Ich habe noch drei mehr mitgenommen, aber war jetzt nicht relevant. Habe ich natürlich den Gyro-Ball, der halt eine ganz nice Sache ist. Ich habe Donnerwellen-Support, der ist auch eine ganz coole Sache. Und ansonsten Knock-Off kann man auf dem potenziell spielen. Knock-Off in Gen 5 super weak, weil Base 25, glaube ich, oder Base 30. Auf jeden Fall weak oder Base 20 sogar nur, ich weiß das gar nicht. Ist auf jeden Fall sehr schwach. Aber auf einem defensiven Mon kann man Sourcebook spielen, um Items abzuschlagen. Und grundsätzlich ist der halt defensiv super geil aufgestellt. Den kannst du halt gegen alle Teams, die einen Drachen haben, mal mitnehmen. Klar werden die wahrscheinlich alle Feuer-Coverage spielen, aber das ist halt Coverage, die ich erstmal aus denen rauszwinge. Und wenn es jetzt nicht irgendwie Garchomp ist, kriege ich dann trotzdem Sand Damage mit dem Protect einmal durch. Und ich kann auch ziemlich bedefken, um einfach mal einen Feuer-Move zu nehmen. Also so schlimm ist es nicht. Ich glaube, Ferrothorn wird einen guten Job machen. Gehe ich von aus. Weiterhin habe ich mich als nächstes darum gekümmert. Jetzt hatte ich einen Sand-Setter. Ich hatte einen Grass-Type, einen Steel-Type. Und jetzt dachte ich mir, okay, jetzt holst du noch schnell einen Bulky Water, bevor die Guten alle weg sind. Im OU kriege ich keinen mehr, sonst hätte ich gern Slowbro gehabt oder Slowking, aber OU ist schon voll. Ich habe schon zwei OU-Picks und es gibt nur zwei OU-Picks. Also bin ich runtergegangen ins Yu-Yu und habe mir das Suicune geholt. Milotic war meines Wissens nach schon weg. Genauso wie Turtok, was ein guter Spinner gewesen wäre. Defog in der Gen ist removed nicht die Hazards auf deiner Seite. Und deswegen ist Defog ziemlich kacke. Bringt mir quasi nichts. Ich bin mir ziemlich sicher, es removed trotzdem die Screens auf der Gegnerseite. Aber das sollte auch schon alles sein. Da kann ich auch gleich Brick Break spielen. macht sogar Schaden dann. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, dann ist Suicune eigentlich der beste Bulky Water, den ich noch kriegen kann. Nimmst du den mal mit. Sieht bis jetzt super bulky aus, aber Suicune mit Carmine ist auch ein offensiv ziemlich starker Threat für alle Gegner. Ich kann halt Ice Beam spielen und was mir nochmal gegen die Drachen hilft. Ich tank und hit, kann mit Ice Beam zurückschlagen. Scald grundsätzlich eine super geile Sache. Crocoon auch in der Gen schon ziemlich stark. Ein bisschen schwächer als in Gen 6, würde ich sagen, weil man in der Sleep Timer, wenn ich auswechsle, von Rest resettet wird. Das heißt, ich kann nicht einfach Rest drücken, einmal angreifen und dann auswechseln und dann später nach zwei Turns aufwachen. Sondern dann wird das halt wieder zurückgesetzt. So. Das ist eine unschöne Sache, aber muss man halt mit leben. Der ist auch so bulky genug, dass man mal mit Protect irgendwie ein bisschen Leftovers rausholen kann oder irgendein Sub-Car-Mindset. Solche Sachen sind auch alle möglich. Außerdem hat er als Pressure als Fähigkeit, was eine ganz coole Sache ist, ne? Close Comets wegzustallen oder Dracos, oder das ist eine ganz coole Sache dann. Und grundsätzlich halt einfach als Bulky Water ist der super nice. Das ist wahrscheinlich der bulkigste Bulky Water, den du mal irgendwo reinwerfen kannst. Und deswegen wollte ich ihn einfach mal haben. Auch weil es halt einfach der letzte war, der zu der Zeit noch über war, den ich gut fand. Also und an den ich auch ran konnte. Dann befanden wir uns leider im Spinner-Sterben. Es sind alle Spinner langsam aber sicher weggegangen. Und da dachte ich mir, jetzt holst du dir noch schnell einen Spinner, der von deinem Sand profitiert, aber auch vom gegnerischen Regen. Nicht so krass geschadet wird. Und da dachte ich mir, okay, holst du jetzt ganz schnell Amaldo im NU. Ich dachte mir, Amaldo wird im NU relativ schnell weggehen, weil der ziemlich billig ist da unten als Spinner. Amaldo ist kein super krasses Pokémon, aber ich finde, der passt in mein Team noch am besten rein, weil er ein Stone-Type, alles klar, weil er ein Rock-Type ist und deswegen den Spedef-Boost vom Sand bekommt. Und außerdem kriegt er halt auch noch durch seine Fähigkeit Swift Swim, seine Hidden Ability, die Fähigkeit im Regen doppelten Speed zu bekommen, was mir hilft, wenn mein Gegner Regen spielt. Das sollte Ash sein, der hat das Quaxo, dann kann ich da Amaldo mitbringen, kriegt doppelten Speed. Und das fand ich an der Stelle cool. Wie gesagt, der ist halt super billig im NU, für mein Team zumindest. Auf anderen Teams ist der jetzt nicht so optimal, aber bei mir finde ich den ziemlich geil.
Hab ihn jetzt halt ziemlich früh gepickt, aber ich wollte einfach sicher gehen, dass ich meinen Spinner da unten bekomme und dass er nicht vorher weggeht. Der ist halt ziemlich slow mit Base 45, aber das ist schon okay. Das Bulky genug, 75 AP, 100 Defense ist akzeptabler physischer Bulk. 80 Speed Death ist auch okay, vor allem, weil ich halt den Sand habe. Deswegen ist er schon eigentlich ziemlich nice sogar. Und der kann halt offensiv ein bisschen reinhauen. Der hat Stone Edge, der hat Sword Stance. Ich guck gerade nach, hat der Rock Polish? Der hat Rock Polish, wenn ich mal einen Speed Boost bräuchte. Wichtigste ist halt, dass er Rapid Spin hat. Notfalls könnte er auch Stealth Rock legen, hat sowas wie Excessor als Backstep. Den man eventuell mal gebrauchen könnte gegen Grass-Types, die nervig sind. Weil ich habe jetzt so einen Grass-Type mit HP Fire, der wäre schon ein bisschen strong. So. Behaupte ich jetzt einfach mal. Und wenn ich im Regen bin, kann ich auch sowas wie Aqua Tail spielen, für ein bisschen, für quasi Stab durch den Regen. Also Amaldo finde ich auf meinem Team gar nicht mal so schlecht. Muss ich sagen, finde ich gar nicht mal so schlecht. Geht besser, aber es geht auch deutlich schlechter. Als nächstes wollte ich jetzt einen Fighting-Type haben. Und Fighting Types gab es dann auch nicht mehr so viele coole. Und dann bin ich ins Yu-Gi-Oh! Gegangen und habe mir da Mien Shao geholt. Ich hatte gehofft, dass es Close Combat kann in der Gen. Kann es leider nicht, aber ist okay. Kann ich mitarbeiten. Mien Shao als Fighting Type deswegen so cool, weil der auch einen brauchbaren Special Attack Stat hat mit Base 95 und deswegen Base 70er Hidden Power Ices spielen kann, um zum Beispiel Landorus zu treffen. Landorus ist gedraftet worden. Ja, ist gedraftet worden. Gyarados würde ich auch treffen. Ich glaube, Gyarados ist nicht weggegangen. Ich schaue das mal eben nach. Ich glaube, Gyarados, der war im OU und der ist nicht weggegangen. Nee. Gyarados brauche ich jetzt keine Angst vor haben. Aber Toxicroak ist weggegangen. Kann ich HP Psychic gegen spielen? außerdem U-Turn, 105er Base Speed. Ich brauchte was Schnelles. Mein Team war bis dahin sehr langsam. Hat Möglichkeiten, sowas wie Akrobatik zu spielen. Als so Flying Gem Akrobatik haut bestimmt auch mal gut rein. Außerdem hat er so Utility-Sachen, er hat Bulk Up, er hat Carmine, Drain Punch ist da. Ich habe halt High Jump Kick als meinen stärksten Fighting Step und ich habe grundsätzlich immer panische Angst davor, High Jump Kick zu drücken, weil wenn ich diese 10% Mist bekomme, dann verliere ich 50% meiner HP. Scheiße. Und wenn der Gegner Protect spielt, ist er noch schlimmer. Da habe ich ein bisschen Angst vor, aber grundsätzlich glaube ich, mit Mien Shao kann man arbeiten. Der ist zwar auch nicht besonders bulky, 65-60er Defense, genauso 60 Speed Def, aber mit Generator hält er doch ein bisschen mehr aus, als man denkt. Ich glaube, der macht seinen Job. Vor allem habe ich ihn halt aber für den Speed gekauft. Alles klar, gedraftet. Und weil er ein Fighting-Type ist und mir damit ein paar Nomnitaps wegzuböllern. Muss ich halt mal gucken, wie ich damit arbeite. Aber ich glaube, Mien Shao macht seinen Job. Ich glaube, der macht seinen Job. Als nächstes wollte ich einen Fire-Type haben. Eigentlich wollte ich Hundemon haben. Im Argo war der, glaube ich. Aber leider wurde mir Hundemon weggesniped und deswegen habe ich mir den nächstbesten Fire-Type geholt. Ich musste dann doch ins Yu-Gi-Oh! Gehen. Im Yu-Gi-Oh! Habe ich mir eigentlich was anderes ausgesucht, aber ich weiß gerade gar nicht mehr was. Irgendwas wollte ich da haben, aber wurde nichts draus. Ich musste jetzt im Yu-Gi-Oh! Meinen Fire-Type picken, weil da war noch der einzige, den ich gerne hätte. Ich wollte einen speziellen Fire-Type haben. Und das ist jetzt Rotom Heat geworden. So kann es gehen. Ist ein Pivot, ist eine ganz coole Sache. Leider Rocks-Schwäche ist eine nicht so coole Sache. Ist ein Fire-Type, deswegen hat er natürlich Rocks-Schwäche. Aber für ein Pivot ist das ein bisschen kacke. weil, ne, wenn ich nur Rapid Spin habe, um Rocks zu entfernen und mein Rapid Spin, das ist ein Amaldo. ich habe auch Kabutops später noch bekommen, vorletzter Pick. Aber, sind auch beides nicht so reliable Spinner. Aber muss mal gucken. Rotom Heat auch so offensiv ziemlich stark. So ein Scarf kann man drauf werfen oder ein Specs oder sowas. Oder wenn man ganz verrückt ist, auch Fire Gem für super starke Overheat. Ist auch ziemlich bulky, passt damit ins Gesamtkonstrukt und macht halt meinen Firewater Grass Core voll. Mit Ferrothorn und Suicune. Die decken sich einigermaßen ab gegenseitig. Das ist eine ganz coole Sache. Haben halt alle drei keine Recovery, also keine richtige, ja, können potenziell alle Rest lernen, das ist eine ganz tolle Sache. Deswegen habe ich mir auf jeden Fall im Hinterkopf, ich brauche später noch einen Wish-Passer. Muss man halt gucken, was man da kriegt, aber ich brauche keinen Wish-Passer nicht unbedingt, aber der wäre sehr cooler, wenn ich die Combo habe. Ne? Also, habe ich auf jeden Fall im Hinterkopf. Ansonsten Rotom Heat, ich hätte lieber Hundemon gehabt, aber Rotom Heat ist auch okay. Ist, glaube ich, ein bisschen stärker offensiv. Aber ja, Volt Switch ist halt eine ganz coole Sache, ein bisschen pivoten, kann man mal machen. Außerdem Fun Fact, der kann Drain Dance. Also wenn ich mal meinen Amaldo mit Drain spielen will, dann ist Rotom Heat der Play. Okay. Nächstes Mon
Ich hatte einen Punkt, nichts, was in Close Combat reinkommt. Außerdem brauchte ich noch irgendwie einen Poison-Type, um T-Spikes zu absorben. Am besten einen, der sie auch selber legen kann. Und im Ayo war Scollipede noch da. Deswegen habe ich einfach mal mitgenommen. Der hat auch einen guten Speed-Stat, der hat mir auch gefehlt. Also der hat alles gebracht, was ich an dem Punkt wollte. Speed hat er, Base 112. Nice. Toxic Spikes hat er. Resisted Fighting Types, tut er. Der hat alles, was ich wollte im Leben. Leider hat er in der Gen noch keinen Speed Boost. Der hat nur Poison Point, Swarm und Quick Feed. Also wenn er gestattet ist, kriegt er mal Speed mal 1,5. Was sehr geil ist, wenn deine einzige Option für einen Status Orb der Flame Orb ist und dein Attack Stat halbiert wird. Geil. Super Fähigkeit, Scollipede. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Drexy. Aber er hat alles mitgebracht, was ich wollte. Hilft mir auch ein bisschen gegen Psychics. Die könnten ein bisschen threatening sein bei meinem Team aktuell. So mit so einem Power Fire oder einem Focus Blast. So, da hilft mir Scollipede auch. Der nimmt zwar den Hit nicht, aber der outspeedet immerhin. Also alles außer Sam, glaube ich. Ansonsten die meisten Psychics sollte Scollipede outspeeden. Kann er mal einen Backmove hinterherwerfen. Grundsätzlich kann der aber Spikes, Toxic Spikes, kann als Pursuit Trapper notfalls fungieren, wenn ich das unbedingt muss. 1v1 Pflanzen, 1v1 also Psychics nicht unbedingt, ne? Aber wenn ich schneller bin, dann meistens. kann notfalls so ein Swords Dance Set spielen und Setup Sweeper fungieren. Also der kann einiges machen. Als Ayo Pick finde ich den völlig okay. Als Ayo Pick hätte ich ihn niemals genommen, aber im Ayo ist der okay. Der ist okay. So, dann brauchte ich meinen angesprochenen Wishpasser und da bin ich wieder runtergegangen ins NU. Order auch war leider schon weg, den hätte ich echt gern gehabt. Vor allem, weil der Generator hat, dann kann ich einen Wish rauswerfen und dann direkt was passen, ohne dass ich mich um meinen eigenen HP groß kümmern muss, weil ich den Generator bekomme. Aber dann habe ich halt das nächstbeste im NU genommen als Wishpasser und das ist Licky Licky oder wie man ihn auf Deutsch nennt, Schlubbleck. Der hat Own Tempo. Nicht Own Tempo. Alles klar, der Cloud 9, will ich sagen. Der Cloud 9 und damit nimmt er keinen Schaden von meinem Sand. Das ist schön. Außerdem, während er draußen ist, wird er halt vom Wetter grundsätzlich nicht affektiert. Das heißt, wenn mein Gegner spielt irgendwie Regen und kriegt deswegen geboostet Hydro Pump, juckt Licky Licky gar nicht. Ist ihm scheißegal, dass es regnet. Der tut so, als wäre das nicht so und dann ist alles super. Der ist relativ bulky auch. 110 HP, 95 Def, 95 Speed Def. Der ist nicht super bulky, aber er ist ziemlich bulky. Wish und Protect, beides Excel-Center Moves. Hier kann er auch als Support, um Status von meinen Monstern loszuwerden. Kann eventuell echt praktisch sein mit Suicune. Oder um irgendwie Burns loszuwerden auf Ferrothorn, die mir auf den Sack gehen. Mal gucken. Auf jeden Fall, der Wish ist mir sehr wichtig, damit ich Ferrothorn und Rotom Heat ein bisschen healthy behalte. Bei Suicune hilft das natürlich auch. Den wollte ich auf jeden Fall haben, den Wish. Außerdem hat er halt Coverage-Optionen, ein paar, um halt wieder auf Vierfachschwächen zu hitten. Der hat Fire Blast und Fire Punch. Ich würde wahrscheinlich eher Fire Blast spielen als Fire Punch, weil die meisten Steel-Types haben halt ein bisschen weniger Speed Def als Def. Außerdem ist Fire Blast ein bisschen stärker. Und Licky Licky hat 5 Special Attack weniger als Attack. Also, ne? Dann nimmt man doch lieber den Fire Blast. Dann kann er auch so coole Sachen wie Body Slam, 30% Paras nimmt man immer gerne. Thunder Wave kann er leider nicht. Das hätte ich mir jetzt noch gewünscht. Aber ansonsten kann er so sehr coole Sachen. Ice Punch, der ist auch ein Kandidat, um Knockoff zu spielen. Der hat Power Whip potenziell, um ein paar Water-Types zu hitten. Explosion kann er. Der kann Explosion. Stab-Explosion, 250 Base, Licky Licky, let's go. Ist eine Option, die man mal befahren kann. Der hat Phasing-Möglichkeiten mit Dragon Tail, also ist nicht unbedingt ein Setup-Fodder. Ich weiß gar nicht, kann der Encore? Nee, aber er kann Disable. Kann Disable, das ist etwas. Also ich glaube, Licky Licky macht auf jeden Fall seinen Job. Hauptsächlich als Wishpasser dabei, eventuell mal irgendwie als Special Wall, weil ich habe primär Physical Walls. Eventuell kommt er mal als Special Wall mit. Synergiert dann wahrscheinlich auch ein bisschen besser mit Hippo, wenn der Specially Defensive ist. Mal gucken. Werden wir sehen. Auf dem nächsten Slot. Ich hatte noch keinen Drachen und wie ich habe ja gesagt, Drachen sind ziemlich stark in der Gen. Habe ich mal den besten Drachen genommen, der noch über war. Das ist Drudigon. Also ich habe mir primär vorher mich darauf gekümmert, dass ich selber nicht gegen die Drachen verliere. Und jetzt dachte ich mir, jetzt nimmst du auch noch einen Drachen mit, jetzt muss ich auch ein bisschen zurückböllern. Und Drudigon war der letztbeste, der noch über war. Der ist slow mit Base 48, das ist richtig. Aber ich habe Thunderwave Support auf meinem Ferrothorn und damit ist alles in Ordnung. Notfalls kann ich auf Rotom Thunderwave spielen. Oder Body Slam Paras mit meinem
mit meinem Licky Licky bekommen. Dradigon macht das, ich sag's euch. 120 Base Attack Outrage. Was wollt ihr dagegen tun? Außerdem hat er als Fähigkeit Sheer Force. Auch super geile Sache. Moldbreaker potenziell, um irgendwie Schweben zu umgehen oder irgendwie. Vielleicht kann er, kann der Dragon Dance? Ich glaube nicht, der kann kein Dragon Dance, nee. Aber der kann bestimmt irgendeinen Setup-Move. Hone Claws kann er, siehst du mal. Also dann, dann kann ich auch auf Unaware-Mons setupen. Könnt ihr mir gar nichts. Außerdem kann das wieder Stealth Fox, potenziell noch ein Stealth Fox Hatter. Vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht so genau. Potenziell ist die Möglichkeit offen. Pursuit kann er. Das ist eine ganz coole Sache. Und er hat Glare. Das heißt, er kann selber auch Paras verteilen. Ich glaube, Glare hat in der Gen aber noch nur 90% Accuracy. Nicht 100. Das ist ein bisschen schade, aber besser als gar nichts. Ist quasi eine Gen 7 Thunder Wave. Und ansonsten, sein Special Attack will man eigentlich nicht nutzen. Notfalls könnte man Fire Blast spielen, aber ich habe Ferrothorn selber. Also ich glaube nicht, dass das jemals zum Einsatz kommt. Der kann Gangshot, der kann Crunch. Alles geboostet von Sheer Force natürlich. Der ist halt als Ayo-Pick echt nice. Kann man nichts anderes sagen. Mit 48 Speed ist er auch noch schneller als viele defensive Mons. Also das darf man nicht vergessen. Der outspeedet ein paar Sachen, wenn sie defensiv sind. Auf Kosten von Bulk, aber der outspeedet die dann. Und dann kann er einfach zack, Bandit Outrage, weg. Geile Sache. Der hittet auch viel, der hittet halt super viel. Also primär will ich ihn eigentlich als offensives Beast haben, also wenig ein Drachen reinkommt in der Gen. Kann natürlich auch Earthquake, ist zu erwarten, Superpower notfalls, aber Sucker Punch kann er auch als Prio. Das ist auch eine coole Sache, Sucker Punch als Prio. Aber primär will ich ihn einfach, ich will primär zum Böllern. Er kann nebenbei auch gerne mal was tanken, er hat halt auch als Fähigkeit Rough Skin, also kann er potenziell mal irgendwie sich um U-Turner kümmern. Eigentlich will ich damit für Ferrothorn benutzen, aber vielleicht kann Dradigon das auch mal machen. Vielleicht bietet sich Dradigons Typing irgendwann mal besser an. Wenn ich zum Beispiel physischen Fire-Type wallen muss, dann mache ich das definitiv lieber Dradigon als mit meinem Ferrothorn. Könnte aber sicher sein, wenn ich gegen Infernape spiele, spiele ich natürlich eher ein Jockey Helm mit Dradigon, um die U-Turns zu fressen, als ein Jockey Helm mit Ferrothorn. Also, wo bin ich denn hier? Also, es könnte vorkommen. Ich glaub's nicht, aber es könnte vorkommen. Dann habe ich mir überlegt, die letzten beiden Picks. Was machen wir hier? Habe ins Ayo geguckt. Gibt's auch irgendwo Spinner? Und hab festgestellt, lol, es gibt ja tatsächlich noch einen Spinner. Warum hat noch niemand Kabutops gepickt? Und da habe ich immer gedacht, ja Junge, nimmst du einfach Kabutops, hast das gleiche Mon zweimal, weil es macht basically dasselbe wie Amaldo, nur ein bisschen besser. Ist ein bisschen weniger bulky, hat dafür mehr Speed. Aber basically machen die das gleiche. ja, Kabutops hat als Water-Type, der hat auch Swift-Swim. Außerdem so ein Rock-Type, was mir sehr hilft, um Speed-F-Boost zu bekommen. Hat auch Battle-Armor als Fähigkeit, genau der hat erstmal zweimal dieselbe Fähigkeit wie Amaldo mit Swift Swim und Battle Armor, aber der hat dazu noch Weak Armor. Das kann eine ganz coole Sache sein, um sich gerade Speed Boost abzuholen, wenn man von einem physischen Hit getroffen wird. Außerdem hat er halt Sword Stance, der kann so coole Sachen wie Aqua Jet, Waterfall, Earthquake soll er auch können, Night Slash, Low Kick, Stone Edge, Ex Scissor, der kann alles, der Junge. Der ist halt nur ein bisschen fragiler als mein Amaldo und hat halt ein anderes Typing. Also die kann man so ein bisschen zwischeneinander wechseln, je nachdem, was man gerade braucht. Meistens ist Kabutops wahrscheinlich besser. Außer ich brauche was Bulkiges, dann ist natürlich Amaldo besser. Es kommt darauf an. Kabutops ist aber wieder ein super geiles Mon, das im Sand funktioniert, aber gleichzeitig auch sehr geil vom Regen profitiert. Also großer Fan von dem Ding. Kann halt, wie gesagt, das gleiche wie, wie Amaldo. Rocks, Rapid Spin und Setup. Das sind so die Dinge, die es kann. Und damit bin ich völlig zufrieden. Mehr will ich gar nicht. Also, machen wir einfach weiter. Kabutops. Ich habe halt, als ich über Amaldo gesprochen habe, schon alles über Kabutops gesagt. Deswegen gehen wir jetzt einfach weiter zum letzten Mon. Und das ist Murkrow. Also, wie heißt du auf Deutsch? Kramox, genau. Kramox, letzter Slot. Ich habe festgestellt, Psychic Types immer noch ein bisschen threatening. Nimmst du mal irgendeinen Dark Type mit? Was gibt es denn unter Dark Types? Es gibt Murkrow. I guess Murkrow ist okay. Der ist auf jeden Fall nochmal. Der ist mir lieber als Magnaien, weil Magnaien ist halt weak und slow. Also Magnaien ist ein bisschen stärker als Murkrow. Ich glaube, der hat Base 90, Murkrow 85, aber dafür ist Magnaien auf Base 70 Speed und Murkrow auf 71, also 90 meine ich. Und Murkrow ist damit einfach schneller und fast genauso stark. Außerdem hat Murkrow Prankster und kann Prioritäts-Donnerwellen verteilen. Coole Sache. Kann mit Evil Light ein bisschen was aushalten, nicht super viel, weil der hat halt nur 42 Base Death und Speed Death und 60 HP. Aber er nimmt ein bisschen was. Es ist nicht absolut schrecklich. Kann eventuell einen Psychic-Type pursuiten. Die können auf jeden Fall nicht Choiced gehen, das ist eine ganz coole Sache. Sucker Punch hat er auch. Tailwind-Support notfalls. Ich weiß gar nicht, kann der U-Turn? Ich glaube nicht. Nee, kann er nicht. Aber wie gesagt, der hat halt ein paar Prio-Moves. Der hat Feather Dance.
als Prio-Move, was den Attack-Set vom Gegner halbiert. Was heißt, der kann potenziell das benutzen, um ein bisschen bulkier zu werden. Man weiß nicht, der kann Carmine, Prioritäts-Carmine. Eventuell ist das mal relevant. Mit Prio-Carmine und irgendwie Dark Pulse ein bisschen Spaß haben. Muss man sich drum kümmern. Haze. Prioritäts-Haze, Leute. Ich kann Setup einfach stoppen. Also ich kann einen Sweeper einfach stoppen, der ist jetzt irgendwie auf plus 1 Million und geht mir auf den Sack. Murkrow, Haze, weg. Setup ist weg. Super gemacht. Murkrow, alles im Leben erfüllt. Murkrow ist so eine kleine Trickkiste fürs Endio, die man noch mitnehmen konnte. Ich hätte potenziell auch mich irgendwie um einen zweiten Steel-Type kümmern können. Ich hatte noch irgendwas im Blick, irgendwie, ich weiß gar nicht, irgendwie noch ein Rock-Type, ein dritter? Oder war, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, ich glaube, Murkrow war das Beste, was ich noch hätte rausholen können. Gesamtteam ist jetzt ein bisschen problematisch. Mein einziger Close Combat Switch in, so ein Banned Close Combat von beliebigen hohem Attack Fighting Type, ist Serapendra. Das ist nicht so gut. Also Hippo nimmt mal was. Hippo nimmt, glaube ich, 2 Banned Close Combats von Terrakium. weil Terrakium ist mein erster, ist im Team von meinem ersten Gegner, deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass das so ist. Lass mich mal nachsehen. Hippo. Vollfüstev gegen ein Terrakion. Gibt es ein Choice Band Set? Gibt es ein Standard Choice Band Set? Ja. Mit Leftovers nimmt man 2 Close Combats. Also Hippo kann das mal machen, aber legt einen Spike und dann ist vorbei. Also, mein einziger wirklicher Close Combat Switch ist halt einfach Scully Pete. Das ist nicht so cool, weil der macht auch gegen die meisten Fighting Types nicht so viel. Also das ist echt threatening. Immerhin kann ich die meisten Fighting Types offensiv ein bisschen kaputt machen. Ich habe halt meinen Mien Shao, der irgendwie Acrobatics gegen die drücken kann, das eine coole Sache ist. Außerdem ist es halt immer sehr gefährlich für die, was anderes außer Close Combat zu drücken, weil dann kommt nämlich mein Ferrothorn rein. Ich habe außerdem, Close Combat hat nur 8 PP, also 8 AP. Das heißt, ich kann Erzwinger von meinem Zykon potenziell nutzen, um da mal einen wegzustallen und ein paar Protects auf ein paar Monster spielen und werde die damit eventuell los und mache es ein bisschen unattraktiver, aus Close Combat zu drücken. Also, ich kann damit arbeiten, aber es ist halt echt nervig. Es ist echt ekelhaft. Im Optimalfall, Drudigon ist ziemlich bulky, kann der mal hinnehmen und den Feigen-Type einfach wegballern. Aber es ist echt nervig. Muss man gucken. Auf der Hazard-Front bin ich echt gut aufgestellt. Ich habe 2 Spiker, ich habe, wie viele Stealth-Locker? 1, 2, 3, 5 Stealth-Locker. 2 Spinner, die sich quasi das gleiche machen. Also ich nehme wahrscheinlich nie beide mit. Wäre sehr merkwürdig. Außer irgendwer ist super weak gegen Rock-Types. Dann holy shit. Aber ich bezweifle schon, dass ich jemals beide mitnehmen werde. Höchstens gegen das Rain-Team, weil da kriegen die beiden Swift Swim. Aber ich glaube da nicht dran. Aber grundsätzlich bin ich halt super weak gegen Fighting-Types. Psychics sind auch ein bisschen nervig. Ich meine, ich habe halt mein Murkrow, das heißt, die können immerhin nicht gechoiced sein und man nimmt auch mal einen Hit von mit Murkrow, aber sobald was mit Donnerblitz ankommt, ist nervig. Außerdem, Murkrow ist jetzt halt auch nicht super strong, also so ein Zytomega, den müsste man halt irgendwie taunten und dann kaputt machen oder mit Haze oder sowas. Ist ein bisschen schwierig. Ist auf jeden Fall alles handelbar, ist nur ein bisschen nervig. Ich habe halt auch genug, ich habe auch 2 Bugs, die sich um die Psychics kümmern können und einer von denen kriegt einen Speed Death Boost im Sand, also. Das ist alles handelbar mit dem Team, aber manche Matchups sind einfach ein bisschen nervig. Regen habe ich gar kein Problem. Ich habe quasi ein Regenteam gebaut, das Sand benutzt. Also ich habe, glaube ich, ich behaupte, ich habe das bessere Regenteam als der Regen-User. Guckt euch an, was ich für ein geiles Regenteam habe. aber das ist halt auch sehr geil, weil das ist das einzige Wetter, das gegen mich steht. Es gibt noch einen, der hat Snover gedraftet, also die Vorstufe von Rexblizzard. Schneebedeck heißt die, um Wetter zu disrupten, aber mein Team ist ja auch nicht auf das Wetter auch angewiesen. Das ist ja auch sehr geil. Also, ich kann das Wetter benutzen, aber ich bin nicht drauf angewiesen. Und damit fühle ich mich ungefähr so cool wie das Thor auf meinem Logo. Aber ich würde sagen, schreibt mir mal eure Meinung zu dem Team in die Kommentare. Wie gesagt, ich bin bewusst, dass ich sehr fighting weak bin, das wollte ich mir nicht sagen, aber alles andere könnt ihr mir gerne sagen. Wir sehen uns dann in den Kommentaren. Ich antworte wahrscheinlich auf fast alles, weil ich meinen Ruf zu verteidigen habe. Wir sehen uns dann im ersten Spieltag nächsten Samstag. Bis dahin. Ciao.